Wir haben auch Schwefelsäurefässer, aber die werden nicht ausgekippt, oder wie? Dein Job... Oh. Das ist nicht mehr angeschlossen. Wie ist denn das passiert? Du, da, du... So. Sehr kurios. Ja, und dieses kopierte Ding ist jetzt fertig. Das heißt, wir können jetzt die beiden Dinger hier herstellen. Entweder aus den Circuit Boards oder aus fertigen Modulen. Okay. Research. Das ist jetzt aber nur die allererste Stufe davon. Für die zweite brauchen wir alle anderen Module auch auf 2. Also auch die, die wir normalerweise nicht erforschen würden. Wird jetzt eine Weile dauern, das hochzubekommen, aber ich denke mal, das lohnt sich. Gerade was jetzt Ersparungen von Stromkosten angeht. Genau, hier wollte ich jetzt mich bedienen. Und die Autos hier sind viel zu häufig. Was ist da los? Unter was ist das? 2 Minuten. Nee, 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 komm. Schön alle 15 Minuten, wie sie das gehört. Okay. Du. Ich hätte gerne ein Stack von euch. Und dann hätte ich gerne noch ein Stack von euch. Wow. Habt ihr ganz schön hier reingehauen. So. Dementsprechend jetzt davon ganz viele. Um damit dann die Roboter herzustellen. Batterien kommen gleich dran. Für Raw Productivity 2 Fehl Pollution Cleaning 2 Forge Pollution Cleaning 2 jetzt. Für die Batterien. Okay, das muss ich anfordern. Ich muss Lithiumperchlorat und Lithiumkobaltoxid anfordern. Lithiumkobaltoxid. Perchlorat. War genau bei den Molekülen. Was? Bin mir ziemlich sicher, dass es dabei war. Jedenfalls bei den Fabrikeinstellungen. Lithiumperchlorat. Lithiumperchlorat. Und kommt. Gut. Bau Batterien. Bau Chips. Bau damit ganz viele tolle Roboter. Okidoki. Was für Probleme hatten wir noch? Wir hatten Eisenprobleme, die haben wir immer noch, trotz der Umbauaktion. Das heißt, ich sollte weiter meinen Fokus darauf legen, mehr Replikatoren zu bauen. Ja, okay. Da wir jetzt 60 Roboter haben, die nichts zu tun haben, ist es sogar wichtiger, Replikatoren zu bauen, als jetzt die Roboter aufzustufen. Also bau bitte. Geh mal. Dahin und erforsch die da. Das sind die Vierer. Bau die Vierer und wenn unterwegs irgendwas hängen bleibt, dann kopieren wir die gleich weiter. Da sind 6 Stück davon. Die kann ich gleich schon mal platzieren. Und irgendwie kommen die hier nicht hinterher mit dem Erz. Okay, machen wir es doch mit denen hier. Blub, blub, blub. Das Modul haben die alle schon. Es sollte jetzt recht schnell hier Erz auftauchen. Und wir brauchen schnellere Fließbänder. Bitte gib mir rote Fließbänder, wenn vorhanden. Nein. Rote. Sonst baue ich die gleich. Es sind 6 Photonic Replicator noch im Inventar, aber die sind gerade in Arbeit. Mhm. Achso, die haben nichts mit denen zu tun. Das sind die, die ich gerade ersetzt habe. Ah, okay. Dann mach aus den 6 Photonic doch bitte mal möglichst viele davon. So, die. Irgendwo dahin. Und ich habe das Gefühl, dass selbst die roten Fließbänder jetzt nicht reichen werden. Was ist mit noch besseren Fließbändern? Also es gibt hier noch die hellblauen, die wir theoretisch herstellen könnten, aber die brauchen wieder irgendwelche Flüssigkeiten, das finde ich doof. Ich guck mal, was die hier brauchen. Die brauchen sowieso gar... Ah doch, die brauchen die blauen. Ja.
Geh wieder zurück zu den Modulen. Ich hätte gern die anderen roten Module. Die da. Dafür brauche ich das da. Go. Also, Schritt Nummer 1. Wir bauen rote Fließbänder. Dann gehen wir zum Lubricant und gucken, ob da irgendwo schon so eine Fließbandfabrik vorbereitet ist. Sieht allerdings nicht so aus. Dann reiß ich das Ding hier mal ab. Und setze es, keine Ahnung, dahin ohne das Rohr. Reiß das hier ab. Ich baue hier Magneten hin. Mach die alle weg. Ich will nur leere Fabriken haben. Werde ich aber nicht haben können. Weil, oh, kopier einfach das hier. So. So, sehr gut. Dann machst du aber hier keine die da. Sondern Fließbänder. Und du hättest gerne Zahnräder. Die nehme ich mal. Du hättest gerne Zahnräder und rote. Da. Hier. Achso, wir haben wieder keine Rohre im System, also. Ne. Oh, sehr schön. Bau. Mehr Fließbänder. So, Zahnräder. Klau der Fabrik Zahnräder, damit ich selber mehr herstellen kann. Das ist super Taktik hier, Rugon. So, aber die Roboter liefern da schnell hinterher. Das ist okay. Gib mir die, aber 25 werden auch nicht reichen. 30 sieht schon besser aus. So, schön alles reinschmeißen. Okay, 42 ist ein Anfang. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wo es am engsten ist. Überall, ne? Ja, die können hier auch schon nicht rauflegen. Das heißt, der komplette Bereich hier muss schneller gemacht werden. Das heißt, die Vordere hier können überall schon mal wieder auflegen. Dann müsste jetzt hier mehr ankommen. Und da hier schon die ersten abgenommen werden, ist der Stau nicht mehr ganz so stark. Ansatzweise. Sehen wir eine positive Entwicklung bei den Eisenplatten? Nein. Außer ich vergucke mich gerade. Aber ich sehe 32 Kupfer. 32.000 Kupferplatten, 17.000 Zinnplatten, aber kein Eisen. Und ziemlich viel Sand. Sollen wir vielleicht mal ausschalten und durch Steine ersetzen. Wobei Steine haben wir auch schon 14.000. Mach hier rote Dinger. So. Also mehr davon bauen. Du da rein. Ja. Damit sollten wir das eine Problem behoben haben. Demnächst jedenfalls. Mach das weg. Das weg. Dann haben hier schon alle gelauert, die Kleinen. So. Scheint wohl deren Hauptlagerplatz zu sein von den Construction Bots. Oh, 45. Das hört sich gut an. Schmeiß die doch mal da rein. Und dann ändern wir einfach den hier auf den da. Und sobald irgendwas da fertig ist, wird es mir einfach geliefert. Das klingt wesentlich besser, als die ganze Zeit in den Kisten herumzulungern. Geh bitte nach hier drüben. Mach das alles schneller. Achso, hier reicht eventuell schon rot. Geht so. Aber es sieht gut aus. So dicht bepackt, wie das hier ist. So. Push. Und die haben alle Speed-Module. Ja, nicht alle, aber viele. So, nächstes Problem ist jetzt, die Fließbänder zu lassen. Ach Gott. Irgendwann werde ich das eh mit Kisten lösen müssen. Dass die Schmelzen das direkt, oder die Replikatoren dann später ja in die Kisten tun. Das ist wesentlich angenehmer.
So haben wir jetzt langsam Eisenplatten. Kann ja wohl nicht angehen hier. Nö. Dann haben wir 4400 Stahl. Da landet unser ganzes Eisen. Vielleicht sollte ich die Reserven doch ein wenig drosseln, dass nicht so tierisch viel eingelagert wird an Stahl. Ich hatte ja irgendwie hier hinten recht viele Stacks übrig gelassen. Mach mal 2 Stacks pro Fabrik. So. Mein Stahl kommt da auch rein. Ich habe viel zu viel Zeug. Warum habe ich dermaßen viel Landfill im Inventar? Achso, weil ich die Dinger abgerissen habe. Ja, die Fabriken. Dun, dun, dun. Die Rohre brauche ich auch nicht unbedingt. Und ich könnte jetzt schon die 3er Produktivitätsmodule bauen. 15% jeweils. Das sollte ich vielleicht mal machen, gerade bei den Alien-Artefakten. Wäre das doch sehr, sehr praktisch. Bau bitte. Davon kann ich mehr bauen? Wart mal. Das Unterrezept braucht doppelt so viel Gold. Und ein Soldat mehr? Ja, das untere ist teurer. Aber ich kann mehr davon bauen. Weil ich die rosa Sachen schon mit habe. Nee, 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 ich hätte gerne die da. Und dann... die Logikbretter. In rosa, grün und dunkelgrün. Oh, und dafür brauche ich noch ein anderes weißes Grisselbrett. Also nicht das Basic Module Board, sondern das Module Logic Board. Strom. Geht so. Haben auch gerade einen Angriff. Mach mal Zeit schneller. Dann gucken wir gleich, wie der Tag verläuft. Jetzt kommt der Tag. Die ganzen Dinger laufen an. Akku füllt sich. Und jetzt sollte es bis zur Nacht voll werden. Wenn es das nicht schafft, haben wir ein Problem. Sieht aber sehr gut aus. Irgendwas ist da gerade passiert. Und es ist fast voll. Und wir haben es noch nicht Nacht. Also ist okay. N? Achso, alles rot, ja. Das heißt, ich setze jetzt weiter hier die Dinger, um noch mehr Akkuplatz zu haben, bis irgendwann die Solarpanels nicht mehr hinterherkommen und dann stufen wir die Solarpanels auf zu der nächsten MK-Stufe. Das wäre dann irgendwie hellblau oder so. So. Also das heißt, mit den Steam-Generatoren unten können wir abschließen, wenn wir das denn wollen. Aber ehrlich gesagt hätte ich die ganz gerne als Notfalllösung erstmal noch stehen. Weil wir brauchen den Platz nicht wirklich. Also es ist immer schön, alte Sachen abzureißen und so, aber muss nicht unbedingt sein. Was wir machen könnten, wäre hier zum Beispiel auch mehrere Tanks zwischenschalten. Mit heißem Wasser. Die dann komplett gefüllt sind mit 100 Grad heißem Wasser. Das sollte eine ganze Weile halten. Das heißt, wir machen einfach mal so und so. Und dann das da. Und wir müssen dann nur hier das wegnehmen und dahin legen. Und ich setze das einfach mal da schon mal hin, falls ich denn zu dem Zeitpunkt gerade kein Rohr im Inventar habe. Warum auch immer. Genau. Also das ist unser Backup-Plan. Mach die mal weg, mach die mal weg. Und ich wollte bauen... die da. So. Für die nächsten Folgen. Gerogon der Zukunft, bitte tu Folgendes. Also weiter alles begrünen, das ist selbstverständlich. Dann aber hier. Oh, wir haben noch gar nichts gemacht. Mist. Ja. Nicht die Basic Boards, sondern die Logic Boards hier jeweils automatisieren. Und dann damit die MK3-Varianten hier oben bauen können. Und eigentlich hätten wir jetzt noch einen Platz gebraucht für die roten. Für die da. Ja, ist nicht schön.
Also eventuell setzen wir dann ein Blueprint, nehmen das ganze Ding hier komplett weg und setzen es dann hier hin. Da wären ja auch zwei Fabriken Platz. Ja. Genau, also die Logic Boards einmal hier alle bauen. Die Pollution und die anderen Dinger hier jeweils auch in MK1 und MK2 bauen. Um damit die ersten Routen zu bauen und dann die Routen einsetzen in die Alien-Artefakt-Fabrik. Die Produktivitätsfabriken hier. Die Trankfabriken. Wow. Haben da ein paar, ha? Huh? Okay. Alles noch zwei, ja. Krass. Also wir hatten immer nur 600 lila Tränke im Inventar, weil die so beschränkt waren. Wir hätten eigentlich viel mehr haben können. Das heißt, wir können jetzt richtig abgefahrenes Zeug erforschen, oder wie? 800 Tränke sehe ich in dem Logistiksystem. Plus die... wie viel auch immer Artefakte wir haben. Plus die ganzen, die bei der Forschung sind. Ja, ich suche mir jetzt mal was Teures raus. Ich hätte gerne... 1250. Noch mehr tragen können oder mehr Geschwindigkeit? Mehr Geschwindigkeit kostet fast gar nichts. Dann nehmen wir davon 1, 2, 3 mal Geschwindigkeit. Jeweils immer 10% mehr. Zack. Ja, guti. Also, nächste Folge begrünen, Module und Produktivität. Also, bis dann.